Und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Train Simulator 2022 hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Florian aka dem Zingis. Ja, wir fahren heute auf der neu erschienenen Strecke im, nicht im Köblitzer Bergland, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, Brennitzer Linienstern. Das Ganze ist eine Strecke von SAD Railsim, die uns das freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Und von den gleichen Entwicklern ist auch die Strecke im Köblitzer Bergland. Und genau wie im Köblitzer Bergland handelt es sich auch beim Brennitzer Linienstern um ein fiktives Streckennetz. Ja, das heißt, die Entwickler haben quasi ähnlich wie man es bei einer Modellbahn macht, einfach versucht, ein schönes, interessantes, optisch ansprechendes Streckennetz aufzubauen, wo man eben hier den ein oder anderen Kilometer in den etwaigen Zügen zurücklegen kann. Und wir sind heute auf dieser Strecke unterwegs mit einer Baureihe 111 als Güterzug-Lok quasi, beziehungsweise ziehen wir einen Güterzug, und zwar vom Rangierbahnhof Siegerland nach Kortensheim. Ja, bisschen ungewöhnlich, aber tatsächlich gab es oder gibt es immer mal wieder Güterzüge mit einer 111 bespannt. Also es ist jetzt gar nicht mal so unrealistisch. Ja, das ganze Ding wiegt 463 Tonnen, ist 223 Meter lang. Wir fahren in der Zugart M und werden hoffentlich viel Spaß haben. Ja, wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Und ansonsten würde ich sagen, rein ins Szenario. Hier mal den 47708, bitte melden. Zug 47708 hört. Es kommt so eine kleine Verzögerung, dann der DGS 40598 reinkommt. Und danach würdest du die Ausfahrt auf HP2 bekommen. Alles klar, danke dir. Wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Jo, ich dir auch. So, das Ganze ist ein Szenario, was mit dabei ist, genauso wie die Lokomotive auch unter anderem. Genau, hier hört man auch, es ist schon mächtig was los. Also neben uns knattert hier die 294, über uns scheppert der Donner und der Kollege von der Fahrdienstleitung, der unterhält uns auch hier akustisch. Also mächtig was los. Generell, die Szenarien sind halt möglichst vollgepackt, sage ich mal, mit solchen schönen Sachen. Jetzt kommt auch noch der Gegenzug, genau, das war ja der angekündigte, weswegen wir ein wenig Verzögerung haben. Hat uns der Kollege von der Fahrdienstleitung freundlicherweise informiert. Ja, wenn er drin ist, können wir losfahren. Der grüßt sogar! Super, super Kerl. Ja, jetzt regnet's auch. Also ihr merkt schon, hier ist mächtig was los, ne? Wird, glaube ich, gut. Ja, es gibt auch noch Szenarien mit Bahnübergangsstörungen. Werden wir jetzt hier hoffentlich nicht haben. Wir werden eine hoffentlich ganz entspannte Fahrt haben. Aber also was ist hier mit eingebaut. Und vor allem so ein Streckennetz bietet natürlich auch Möglichkeiten, das Ganze zu erweitern. Also sprich, ich denke mal, da werden einige Szenarien noch kommen aus der Community. Kann man mal gespannt sein. So, wir sehen's. Wir dürfen raus. HP2, Ausfahrt mit 40. Und los geht's. Um 8.21 Uhr. Lustigerweise ziemlich genau die Uhrzeit, die wir auch in der Realität gerade bei mir haben. 8.25 Uhr, also gut, aber ich würde mal sagen, sehr realitätsnah auf jeden Fall. Quasi Echtzeit. Echtzeit in der Zugsimulation. Kennt man normalerweise nur aus Flugsimulatoren. Aber jetzt halt quasi auch hier im Train Simulator. So, und raus geht es aus dem Rangierbahnhof. Ah, der Kollege da rechts hat schon auf die Uhr geschaut. Hat sich auch gedacht, meine Güte, der kommt aber spät raus heute. Tja, und dann geht's raus auf die Strecke. Ja, das ist jetzt übrigens für mich seit längerer Zeit mal wieder ein Erlebnis in Train Simulator, weil ich bin jetzt eigentlich die letzte Zeit nur Trains im World gefahren. Kommt der nächste Kollege, grüße ich mal mit einem entspannten Handzeichen. Wenn ihr nicht jetzt hier alle um 8 Uhr aus dem Bett holen, alle die noch schlummern. Nee, aber es ist seit langer Zeit mal wieder hier eine Erfahrung im Train Simulator und das finde ich echt spannend, weil dann sieht man auch mal, wie so ein Spiel altert. Weil natürlich ist es der Train Simulator 2022 und so und das ist ja auch alles schon echt fein und nett und, also
gibt ja auch neue Strecken, wie zum Beispiel die hier, die dann eben auch möglichst auf dem Stand der Technik ist. Aber die Software an sich altert ja trotzdem. Und es ist ja jetzt nicht so, dass bei jeder neuen Version, da rechts ist übrigens ein Feuerchen gewesen, ne? Ja, schön. Schön mit dem Camper erstmal ein Lagerfeuer machen. Wir haben Nerven hier. So, da rechts Pferde. Schön. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, der Train Simulator, der altert ja trotzdem, weil die Basis ist halt ja immer noch der Ursprungs-Train Simulator, sage ich mal. Natürlich wurde da viel optimiert, viel gemacht, man hat jetzt auch eine 64-Bit-Variante ja schon seit längerer Zeit. Aber trotzdem finde ich, er ist schlecht gealtert, weil in Trains World hatte ich in letzter Zeit kaum Probleme mit irgendwelchen Abstürzen oder sonst was. Sondern es hat einfach funktioniert. Keine Ahnung, ich habe mir keine Gedanken gemacht. So, es gab andere Probleme, aber keine Probleme irgendwie, wo du Abstürze hattest oder sonst was. Es hat einfach funktioniert. Und hier, ich mache das Ding auf, es schmiert ab. Ich versuche das Ding wieder aufzumachen. Der Kollege grüßt auch, die grüßen alle, die sind alle so freundlich. Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall schmiert das Ding die ganze Zeit ab, es friert ein und lauter solches Zeug. Und ich weiß nicht, natürlich kann man jetzt sagen, ja, vielleicht muss man dann nochmal irgendwie die lokalen Dateien durchforsten oder muss dann hier was machen und da was machen. Aber es sind ja einfach so Sachen, wenn ich aus dem, also im Vollbildmodus, auf einen anderen Bildschirm klicke, dann ist die Chance sehr groß, dass es den Train Simulator zerschießt. Und das darf doch nicht sein. Das kann doch nicht normal sein. Naja, egal. So, genug aufgeregt über den Train Simulator an sich. Von der Strecke bin ich nämlich gerade echt angetan. Das ist nett. Genau, also generell ist es hier so, wir haben eine Schnellfahrtstrecke, wir haben Haupt- und Nebenbahn, wir haben S-Bahn-Netz, und insgesamt kommt man dann summa summarum auf 180 Kilometer, laut Angabe. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber werden schon 180 Kilometer sein. Also ist schon mal ein Netz, kann man mitarbeiten. Dann natürlich PZB mit am Start, etc. etc. Ich finde das immer schön, so fiktive Strecken haben irgendwie auch was, weil man hat halt viel mehr Freiheiten. Also ich weiß nicht, ob es wirklich so abläuft bei den Entwicklern, aber ich stelle mir dann immer vor, wie die da ähnlich wie bei so einer Modellbahn dann so da dran gehen und dann so schauen, oh ja, was könnte man denn da einbauen und wie könnte man das noch interessanter gestalten. Und das stelle ich mir echt reizvoll vor. So, jetzt dürfen wir, ja, nee, auf 80 dürfen wir eben nicht, weil wir haben ja Langsamfahrt erwartet. Das war jetzt ein bisschen zu stark gebremst. Aber Leute, die mich kennen, wissen ja, ich fahre immer hier wie die letzte Oma. Zumindest im Regelfall ist es leider so. Aber gut. Genau, und falls ihr mich nicht kennt, ich bin übrigens der Florian. AKA der Zengis, nicht der Ansgar. Achtung, Verwechslungsgefahr. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also wahrscheinlich die meisten kennen den Kanal eher von den Landwirtschaftssimulationsvideos. Und dementsprechend kennen sie gerade von der Stimme her eher den Ansgar. Aber ich habe jetzt öfters Kommentare gelesen, wo es hieß, ja, irgendwie ist die Stimme ein bisschen anders oder so. Jetzt weiß ich nicht, ob wir die ähnliche Stimme haben oder... Naja, aber ich bin auf jeden Fall der Florian, beziehungsweise der Zengis. Mit Zengis bin ich hier reingekommen quasi in das ganze YouTube-Thema. Das fing noch vor dem Kanal an und ja... Aber ich bin der Florian, könnt mich auch Zengis nennen, wie auch immer, wie ihr wollt. Und ja, irgendwann bin ich dazugestoßen. Der Ansgar war ja da schon ein bisschen länger im YouTube-Business aktiv. Aber irgendwie hat's gepasst, weil ich war auch so ein bisschen simulationsverrückt und so. Und das... It's a match. So schön, das erinnert mich ein bisschen an die Hohenzollernbrücke hier. Auch so von der Situation. Okay, wir haben jetzt keinen wahnsinnig großen Bahnhof hier davor und dahinter, aber trotzdem von der... Brückenkonstruktion relativ nah dran. Jetzt geht's weiter mit 40 hier. Also es ist eine echt gemütliche Tour hier.
Ja, aber nochmal kurz zu meiner Persönlichkeit. Also ich mache hier eigentlich so Zug- und Flug-Simulationsvideos. Zumindest in der Regel. Leider nicht ganz so regelmäßig. Ich mache noch so ein paar andere Sachen nebenbei. ja. Arbeiten und mit dem Studieren habe ich mich jetzt auch mal versucht. Und ja, dementsprechend ist das quasi eine Nebenerscheinung, aber eine sehr schöne. Ich hoffe, es gefällt euch. So, wir haben übrigens gerade auch gesehen am Bahnsteig hier, um jetzt mal auf das Wesentliche, auf die Strecke zurückzukommen. Wir haben gerade gesehen, dass auch die Zielanzeigen bzw. die Bahnsteiganzeigen funktionieren. Da stand nämlich gerade Achtung Zugdurchfahrt. Auch das ist wieder so eine Sache, die hat man nicht bei jeder Strecke. Aber ist schon ganz nett. Und das Wetter ist ja gruselig. So, jetzt können wir hier ein bisschen uns sputen. Können wir den mal auf 90 hochbringen, glaube ich, den Zug. Ja, 90 sollten drin sein, ne? Da links kommt übrigens ein Kollege mit dem ICE. Und da oben fliegt ein Flugzeug. Wahnsinnig tief hier. Dann müsste ja hier eigentlich auch ein Flughafen in der Nähe sein. So tief wie der unterwegs war. Vor uns jetzt eine Stadt. Fahren wir da drunter durch? Sehe ich das gerade richtig? Tatsache, wir untertunneln scheinbar diese Stadt. Sieht aber etwas älter aus tatsächlich, also quasi das alte Stuttgart 21. Was war das für ein Sound? Ach, das sind die Lüfter. Da muss man drauf achten hier, da... Das sind tatsächlich Lüfter. Also hier hat irgendwie alles gefühlt einen Sound. Jetzt weiß ich nicht, wie realistisch das ist, dass man das alles so laut hört, sag ich mal, hier im Führerstand, weil die sind ja in der Regel ganz dicht eigentlich. Oder zumindest so dicht, dass es nicht höllisch laut ist hier in der Kiste. Aber trotzdem finde ich es gut. Irgendwo ist gerade Messe. So. Einmal kurz PZB bestätigen und dann bremsen wir auch direkt mal runter. Wir wollen das Ganze ja möglichst ohne Zwangse hier abschließen. Nächster Kollege mit dem Güterzug. Warum haben wir denn eine Geschwindigkeitsüberschreitung gerade drin gehabt? Boah, ist das laut. Das finde ich halt auch schön. Also, ich finde das immer toll, wenn man auch hier so ein bisschen so Strecken... Geschichte sieht, weil gerade hat man hier hinten, können wir nochmal kurz uns anschauen, hier hat man gesehen, dass da früher mal eine andere Brücke war, die dann erneuert wurde. Sowas ist halt auch immer echt schön. Weil das ist immer das Problem, gerade bei so Simulatoren. Es sieht manchmal einfach alles zu neu aus, zu perfekt, zu strukturiert oder so. Aber hier zum Beispiel dieses Gleis hat man irgendwann wahrscheinlich einfach zurückgebaut, weil man es nicht mehr brauchte. Und die Überbleibsel davon sind halt immer noch vorhanden. Und so ist ja in der Realität auch. Huch, das war jetzt knapp.
Nächste Kollege hier auch links, da noch so Überreste von Bauarbeiten. Da haben sie auch irgendwas zurückgebaut oder so. Ja, ist schon schön. So, jetzt sind wir in Schweig oder fahren durch den Bahnhof von Schweig durch. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Kassel-Wilhelmshöhe. Da rechts ein schwerer Erzzug. Ich vermute jetzt einfach mal Erz. Genau, hier sieht man es auch da. Achtung, Zugdurchfahrt. Links wieder. Also die sind wirklich aktiv. Was haben wir hier rechts eigentlich? Da hält irgendein anderer Zug, den wir jetzt noch nicht gesichtet haben. Wir haben aber ganz schön hin und her gelotst. Jetzt geht's wieder rechts rüber. Ah, wahrscheinlich weil der Güterzug da auf dem Gleis stand. So, und dann können wir gleich wieder auf 100 beschleunigen, sobald der letzte Wagen natürlich das Schild bzw. die letzte Weiche passiert hat. Was haben wir hier Nettes? Ah, da kommt die Schnellfahrtstrecke wieder raus. Weil die ist nämlich irgendwann mal, glaube ich, untergetaucht. Oder taucht die da erst ab? Aber das sieht mir sehr nach Schnellfahrtstrecke aus. So. Jetzt heizen wir der Kiste mal ein bisschen ein, lassen die Fahrmotoren glühen. Ah, jetzt haben wir auch Plattenbauten da zu unserer Rechten. Übrigens schöner gemischter Güterzug da hinter uns. Container, Kessel, alles mit dabei. Ah ne, da links fährt sogar eine S-Bahn oder irgendwas regionalmäßiges. Also scheinbar nicht eine reine Hochgeschwindigkeitsstrecke. So, jetzt geht's dann wieder runter auf 60. Ups. Da unten stand, glaube ich, auch eine Straßenbahn. Boah, jetzt müssen wir aber bremsen mal. Weil sonst kriegen wir echt die Zwangse rein. So, gerettet. Wenn wir jetzt gleich nicht die 70 zumindest erreicht hätten, dann hätten wir auf jeden Fall einen Batsch auf die Finger bekommen. Mit Hilfe der Zwangsbremsung. Das Ding ist, so ganz optimal ist die Streckenführung jetzt nicht. Also jetzt gar kein Vorwurf an die Strecke an sich, aber jetzt aus Planersicht, weil man muss hier so oft runterbremsen, weil irgendwo eine scharfe Kurve ist. Aber das macht halt interessante Abläufe, weil sonst würde man halt einfach mit konstanter Geschwindigkeit hier durchknallen
Und dann wär's das. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, beziehungsweise sogar ganz nett. Und jetzt untertunneln wir schon wieder eine Stadt. Also dieses Untertunneln von Städten. Das war, glaube ich, schon im Köblitzer Bergland so. Das gefällt den Entwicklern, glaube ich, echt gut. Also ich meine, das ist natürlich auch tatsächlich Stand der Technik. Also die Bahn will ja gefühlt jede Stadt untertunneln. Und ich glaube, wir in Deutschland sind da tatsächlich noch einigermaßen, keine Ahnung, zaghaft unterwegs. Kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Das Ding ist, in der Schweiz, glaube ich, sind solche quasi unterirdischen oder zumindest so Tiefbahnhöfe eigentlich fast normal. In den USA gibt es das ja auch zuhauf. Die haben ja auch dann irgendwelche, da fühlt man sich ja wie in der U-Bahn eigentlich. Und auch andere Städte machen das ja öfters mal unterirdisch gerne. Aber in Deutschland ist mir noch nie so bewusst aufgefallen, dass es zumindest so oft hintereinander stattfindet. Also es gibt natürlich die Bahnhöfe, die dann eher tief sind, aber das ist jetzt gerade eher am Kommen, habe ich das Gefühl. Aber da haben wir jetzt eine Stadt untertunnelt. Schon wieder. Oder zumindest ein Stadtteil, also nicht eine ganze Stadt. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie das in der Zukunft dann aussieht, weil dieses alles untertunneln wollen ist, glaube ich, echt praktisch und bringt auch Vorteile mit sich, aber es ist auch so teuer und komplex und da kommen, man sieht es ja gerade, da kommen immer Sachen zustande. sei es die Kosten, sei es die Zeit, also ja. Ich glaube, ich höre wieder ein Flugzeug. Oder ist das unser Zug? Da oben ist ein schöner Rückstau auf der Straße gewesen. So. Jetzt links herum. Hier ist richtig was los. ICE. Doppelstockwagen. Alles mit am Start. Boah, so ein langer ICE 1 hat auch was. Also immer wieder finde ich einen Augenschmaus. Das ist jetzt schon richtig hier sehr großspurig angelegt. Also mit diesen insgesamt ist da links eigentlich ein Gleis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir dann hier, ne? Ja. Oder? Sind da links zwei? Nee, das ist 1. 6 Gleise, das ist schon. Kann man schon machen. Ist ordentlich. Was ist da rechts? Das ist halt auch schön. Also. Na, da oben ist die gute Potzelei. Sogar auch oben mit diesem Flasher an oder dieses weiße, helle Licht da. Jetzt geht's wieder runter auf 60. Den musste man auch bestätigen übrigens, den Wiederholer da, beziehungsweise das Vorsignal mit den 60. Also da ist Obacht geboten. Jetzt wollte ich mal kurz was schauen, weil es mich interessiert. Weil hier, da, also da haben. Ach, das ist ein Stadion! Könnte sein, oder? Ah, Flughafen! Ach, das ist der Flughafen! Das erklärt auch, warum ich hier Flugzeuge gerade gehört habe. Das ist der Airport. Ja, okay, das erklärt's. Und auch der mal wieder schön untertunnelt. Also ich finde es nicht schlecht, aber es ist mir in der Realität noch nie so oft vorgekommen, dass so wahnsinnig viel hier untertunnelt wird. Weil wir müssten jetzt
unter dem Flughafen sein. Also es könnte sehr gut sein, dass wir da hinten rauskommen und hinter uns irgendwie Start- und Landebahn sehen. Bahnübergang gesichert. Ah, ja genau, das ist nämlich das Thema. Es kann nämlich auch passieren, dass ein Bahnübergang nicht gesichert ist. Aber das müsste dann auch im Zweifel des Falles zu einer Zwangsbremsung führen. Aber interessant, dann sieht man das. Also es kann auch sein, dass der Bahnübergang mal nicht gesichert ist. Tatsache, da ist der Flughafen. Boah, jetzt bin ich mal gespannt. Gab es hier nicht auch diese... Jo. Das ist er. Das heißt, wir sind nicht da unten drunter unterwegs gewesen, sondern... Ha, interessant, aber dann auch solche Gebäude, ne? Ah, ist schon schön. Ah, die sind nur zweidimensional. Lustig. Ja gut, aber das sieht man von weiter weg ja nicht. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall den Flughafen hier gesehen. Den Brennitzer Airport. Das ist dann auf jeden Fall ein etwas neuerer Tunnel. Zumindest nach einer etwas neueren Bauweise. Da rechts ist auch wieder eine Bahnstrecke. Ich weiß nicht, wie das gemacht ist, ob die Züge quasi mich immer anhupen oder ob das ein Event ist, was da geschaltet ist, weiß ich nicht. Oder, also, würde mich mal interessieren. Ich habe das Gefühl, die grüßen mich immer. Es kann auch sein, dass sie einfach alle paar hundert Meter mal das Makrofon betätigen, aber das wäre ja auch komisch. Aber jetzt war es auch so, dass ich ja zuerst makrofoniert habe. Und der Kollege hat zurück makrofoniert, wie der Fachmann, glaube ich, sagt, ne? Ja. Aber man kann hier scheinbar den Kollegen grüßen. Oder zumindest grüßt der Kollege ab und zu mal. So. Das probiere ich beim nächsten Zug auch aus. Stroh. Da liegt doch tatsächlich Stroh rum. Ich soll mal runterholen hier vom Feld. Nicht, dass es regnet. Das ist immer... Es ist so wahnsinnig. Also, wir haben ein bisschen Erfahrung mit Pferden, ne? Und man glaubt gar nicht, wie krass das ist, was teilweise so für einen Einfluss hat, wenn die Ernte beknackt war, was Stroh und Heu angeht. Kriegt man nichts Gescheites mehr. Das ist Wahnsinn. Es zu trocken ist auch wieder blöd. Deswegen der Bauer soll da mal sein Zeugs runterholen. Stroh oder Heu oder was auch immer das jetzt war. Nicht, dass das hier dem Regen zum Opfer fällt. Und dann hast du nämlich, dann kaufst du nämlich so viel Stroh oder Heu, hast das dann in deinem Lager und dann gammelt es dir weg. Das ist so traurig. Hier haben wir einen Aldi. Ah! Da fliegt ein Kollege. Wunderbar. Der Brennitzer International Airport. Er wird ja ein internationaler sein, weil da waren ein paar bucklige Flieger, aka Boeing 747. Weiß nicht, ob der jetzt gegrüßt hat, habe ich jetzt auch ein bisschen spät gegrüßt, akustisch. Naja, nee, aber da war ja eine Boeing 747 offenbar unterwegs, eine stark abstrahierte, aber es war eine Boeing 747, würde ich mal sagen. Also scheint das ein internationaler Flughafen hier zu sein. Cool. So heißt die Firma zumindest. Bahnübergang gesichert. Meine Güte, das ist mir die ganze Zeit nicht aufgefallen, aber das ist interessant. Das bietet halt auch wieder Potenzial. Eine Bahnübergangsstörung ist doch eine Sache, die passiert doch jedem Lokführer irgendwie, irgendwann... In der Woche immer mal. Fahrdienstleitung in Gottesheim für 45,7,8. Hier 45,7,8.
In Steinwald schicke ich dich dann über Gleis 1, weil eine Regionalbahn defekt ist. Und in Kortensheim hast du dann erstmal Feierabend. Alles klar, super, danke ich dir. Okay, Regionalbahn defekt, Umleitung. Interessant. Was ist hier? Ah, eine Ruine. Die schaut aber schön aus. Genau, Kortensheim ist dann auch schon unsere Endstation. Irgendjemand gesägt. Ich hab genau gehört. Oh, so ist es auch schön. So alte Bahnhöfe dann so umfunktionieren. Ich hab zwar lieber Bahnhöfe, die als Bahnhöfe funktionieren, aber ja. Besser als wenn sie komplett verfallen. Dann doch, wenn sie dann zum Restaurant oder so umgerüstet werden. Ah. Scheint auch viel Forstwirtschaft betrieben zu werden hier. Jetzt probieren wir es nochmal. Cool! Da hing eine V200 dran. Gefällt mir. Aber es sah eher aus wie so ein Schrottzug, wo sie einfach alles zusammenbatzen und dann nur noch zum Schweißbrenner fahren. Na, hoffentlich nicht für die 200, für die V200 da hinten. Oh! Oh! Das ist auch nett. Also die haben ja auch mehrere Bahnübergangssysteme. Gibt's, höre ich ab und zu mal so einen Eisenbahn-Podcast, Langsamfahrt nennt er sich. Keine bezahlte Werbung. Nee, da ging's mal um ja, Bahnübergänge. Und das war sehr interessant. Weil da gibt es doch einiges Unterschiedliches. Und die klingen auch alle anders und funktionieren anders teilweise, und das ist sehr interessant eigentlich, weil das ist doch echt komplex. Das ist wieder so ein Thema, so man denkt sich ja eigentlich einfach Schranke zu und fertig, ne? Habe ich letztens erst wieder, war leider ein unschönes Ereignis, Klassiker, eben Unfall am Bahnübergang. Da ist auch die Frage, ja, warum macht man nicht einfach Vollschranken hin? Aber Vollschranken birgen dann wieder das Risiko, dass dann die Schranke zugeht und die hat nicht gegrüßt. Zumindest nicht mit dem Makrofon. Nee, aber bei Bahnübergängen ist ja das Problem, wenn dann Vollschranken, also wenn alles zu ist, dann ist halt alles zu. Und wenn dann jemand fälschlicherweise doch irgendwie draufgekommen ist, dann kommt er nicht mehr runter. Zumindest oft haben die Leute dann das Gefühl, dass sie nicht runterkommen. Aber natürlich kommt man runter, weil man kann einfach die Schranken durchbrechen. Ist dann, glaube ich, teuer. Naja. Aber ist auf jeden Fall sehr spannend und fand ich jetzt gerade interessant, weil man hat gehört, dass es ein anderes Leutwerk ist und eine andere Sicherungstechnik dann wahrscheinlich auch. Es war auch eine interessante Konstellation. Ob das dann alles so 100% realitätsnah ist, ist jetzt die Frage, aber ich meine, dafür ist ja fiktiv. So, das Wetter hat sich übrigens zum Schönen gewendet. Finde ich echt sehr gut. Ich weiß gerade gar nicht, gibt es eigentlich
In Trains World schon richtig schönes dynamisches Wetter? Ein altes Formsignal. Das schaut mir doch nach einer historischen Strecke aus. Da hinten fuhr auch ein Zwei-Wege-Bagger, wenn ich das richtig gesichtet habe. So, defekte S-Bahn. Wo bist du? Wegen der müssen wir jetzt wieder auf ein anderes Gleis. Da steht sie. Steht sie da? Ist es? Das werden wir gleich sehen. Ja, hier auch sowas, hier, BÜ. 331. Tatsächlich, da, zwei, da ist er, der Zwei-Wege-Bagger. Berühmt und berüchtigt. Gibt auch mal wieder ein Szenario mit der Baureihe 52 hier, also mit Dampf. Auch sehr schön. So, und das ist unser Kollege mit der defekten S-Bahn. Irgendwas fällt aus. Passen wir hier ganz hin, ja, mit 200 noch was Metern. Ja. Hui, was war das für ein Schlag? Müssen wir überhaupt halten? Nee. Hier müssen wir nicht halten. Das ist doch, was war denn das für ein Halt? Nee, können wir weiter. Oh, Radschlupf, Radschlupf, Radschlupf. So. Warum lässt man uns eigentlich nicht mehr auf die Hauptstrecke? Oder aufs Hauptgleis? Naja, soll mir recht sein. Haben wir ein bisschen Gras hier vorne. Pusteblume. Da war eine Pusteblume, glaube ich, ja. Hier der erste FC Kortensheim. Nie wieder dritte Liga. Da trainieren sie die Jungs. Die sind nur zweidimensional da hinten, die Kollegen. Also wenn man es nicht weiß, dann fällt es eigentlich auf, aber... Oh, der ist ja auch interessant. Der ist zum Beispiel nur durch ein Andreaskreuz gesichert und dann einfach so Tore. So macht man das in England, glaube ich. Teilweise hat man das noch. Aber in Deutschland habe ich das so noch nie gesehen. Auf der anderen Seite, das ist halt das Ding. Ein Andreaskreuz ist eine Form der Sicherung von Bahnübergängen, weil das heißt, Schienenfahrzeuge haben Vorrang. Und ja, also auch ein quasi nicht beschrankter und nicht mit Leuchtanlagen ausgestatteter Bahnübergang ist theoretisch gesichert, wenn er ein Andreaskreuz hat. Ob die Sicherung ausreichend ist, ist ein anderes Thema. Gibt ja dann auch immer so Sachen, die man gar nicht bedenkt. Also gibt's auch eine kleine Doku drüber. Über den russischen Hochgeschwindigkeitszug. Dieser ICE quasi. Quasi ICE, ja. Velaro Russ ist das dann, genau. Also ist es eigentlich ein ICE. Also Velaro zumindest. Der fährt da relativ schnell durch kaum besiedeltes Gebiet. Und die Leute verstehen einfach nicht, dass der schnell fährt. Also weil die einfach solche schnellen Züge nicht kennen. Und die kennen das halt von den anderen Zügen, dass man da noch schnell rüberhüpfen kann oder sonst was, aber diese Geschwindigkeit kennen die da einfach nicht.
weiß nicht, kann man den verübeln oder auch nicht, aber es ist halt echt interessant. Und deswegen versagen da die Bahnübergänge, obwohl die wohl groß bling bling machen und sonst was. Fällt mir nur gerade ein zum Thema Bahnübergang. So, Kortensheim, Hauptbahnhof, da haben wir doch jetzt dann Feierabend, oder? Sind wir 41 Minuten unterwegs gewesen, wunderbar. Ich glaube, es war ein bisschen weniger Zeit angesetzt für diese Strecke, für die Fahrt. Ja, was willst du machen? Hilft alles nichts. So. Psst. Schauen wir uns hier nochmal um. Wo sind wir denn jetzt gelandet hier? Kleines nettes Städtchen. So. Auf welches Gleis wird's gehen? Spannung steigt. Ah, Gleis 5 steht ja da, aber wo ist Gleis 5? 1, 2, 3, 4. Ich denke, wir gehen nochmal nach rechts. Nee. Doch. Nach links? Ja. So. Fahren wir mal durch bis... Ah, hier auch. Unterführung gesperrt. Jetzt sind halt so kleine nette Sachen. Warum habe ich denn da jetzt schon die Zwangse bekommen? Ich wollte doch nur nah ans Signal fahren. Ich hab da nichts Böses vor. Aber da müsste ich jetzt trotzdem eigentlich den Fahrdienstleiter anrufen, oder? Aber auf der anderen Seite, das kann nicht sein. Nee, so ist nicht. So, pünktlich ans Ziel gebracht. Ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin, tschüss. Let's take this.